Schönen guten Morgen, liebe Studierende, zur letzten Stunde unseres Handelsrepetitoriums Grundrechte. Ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind. Wir haben heute zwei Fälle, die wir besprechen wollen, die ich Ihnen gestern bei StudIP wie üblich vom Sachverhalt her online gestellt habe. Zunächst ein Fall, der durchaus einen aktuellen Bezug hat, nämlich einen Fall zum Bestellerprinzip bei den Maklerkosten. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass der Bundestag vor ganz kurzer Zeit das Bestellerprinzip für Makler wieder geändert hat. Ja, es hat also neu geregelt durch eine gesetzliche Änderung die Verteilung, die Aufteilung der Maklerkosten für die Wohnraumvermittlung zwischen Vermietern auf der einen Seite und Mietern auf der anderen Seite. Diesen Fall besprechen wir so, wie er jetzt gerade aktuell vom Bundestag sozusagen neu geregelt wurde, nicht, sondern in einer Abwandlung. Das ist der erste Fall, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ein Fall zu Artikel 12 und Artikel 14. Dann machen wir eine Pause und dann kommen wir zu dem wichtigen Thema des Verhältnisses nationale, europäische Grundrechte, auch zu den prozessualen Implikationen dieses Verhältnisses. Dazu gibt es die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ganz relativ frisch, Recht auf Vergessen oder Vergessen werden 2. Dazu kommen wir dann im zweiten Teil. Dazu habe ich Ihnen auch einen Sachverhalt online gestellt. Da möchte ich heute weniger mit Ihnen den konkreten Fall besprechen, als vor allen Dingen die Grundsätze, ja, die verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Grundsätze dazu. Okay, vielleicht betätigt mal jemand den Chat, damit ich nicht ganz so allein bin hier und sehe, ob Sie alle da sind. Sie müssen jetzt nicht alle betätigen, aber irgendjemand? Geht's? Frau Klose, guten Morgen, vielen Dank. Frau Dietz, alles klar. Okay, gut, dann widmen wir uns mal zunächst dem ersten Fall. Also, ich hatte schon gesagt, es geht um die Neuregelung der Maklerkurtage für die Vermittlung von Wohnraummietverträgen. Wichtig ist nicht Gewerberaum, sondern Wohnraum. Unser Fall dazu sieht so aus, dass der Gesetzgeber, der Bundestag, das fiktive Wohnraumvermittlungsgesetz ändert. Es gibt dort einen Paragraphen 2 und dieser Paragraph 2 wird, egal wie die Maklerkostenverteilung vorher geregelt wird, wie folgt geändert, dass grundsätzlich die Maklerkurtage für die Vermittlung von Wohnraummietverträgen, ich fasse es mal zusammen, fasse mal den Sachverhalt zusammen, grundsätzlich der Vermieter bzw. die Vermieterin tragen muss. Und nur noch ausnahmsweise, wenn praktisch, also nur noch ausnahmsweise diese Maklerkosten auf den Wohnungssuchenden abgewälzt werden dürfen, also ihm auferlegt werden dürfen, nämlich dann, wenn es sich sozusagen um so eine Art Alleinauftrag von Seiten des Mieters, also des suchenden Mieters handelt und der Makler ausschließlich in seinem Interesse für ihn tätig wird und Wohnraummietverträge bei Vermietern abfragt und ihm nachweist. Okay, was ist Hintergrund dieser Gesetzesregelung, Hintergrund dieser Neuregelung des Wohnraumvermittlungsgesetzes ist natürlich die angespannte Wohnungslage. Jeder, der in einer Großstadt lebt, Hannover, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und so weiter, weiß, dass das tatsächlich so ist. Es gibt deutlich weniger Mietwohnungen auf dem Markt, als sie gesucht werden. Die Preise sind sehr hoch für Mieten in einigermaßen attraktiven Lagen. Und der Gesetzgeber beobachtet eben, so der Fall bei uns, dass vor dem Hintergrund dieser Notlage, in der sich Mieterinnen und Mieter oft befinden, die Kosten für den Makler oft durch die Vermieter, Vermieterinnen abgewälzt werden auf die Wohnungssuchenden. So, und da die Wohnkosten, die Mietkosten, auch die Nebenkosten zu den Mieten ohnehin schon sehr hoch sind in den Großstädten in Deutschland, möchte man diese weiteren Nebenkosten zur Wohnungssuche den Wohnungssuchenden, den Mietern und Mieterinnen nicht auch noch auferlegen. Okay, der Fall ist jetzt so, dass das Gesetz, also die Änderung des Wohnraumvermittlungsgesetzes am 01.06.2015 formell verfassungsgemäß durchgeht, in Kraft tritt. Und wir haben die Immobilienmaklerin M GmbH, also eine juristische Person des Privatrechts, die überhaupt nicht einverstanden ist mit der Gesetzesänderung. Die sieht sich also in ihrer Existenz bedroht, weil ca. 80% ihrer Einnahmen aus der Vermittlung von Mietwohnungen erzielt werden, also nicht Gewerberaum, sondern Wohnraum. Und sie befürchtet also erhebliche Umsatzeinbußen aus dem Grund, was ja nicht unrealistisch ist, dass wenn Vermieter, Vermieterinnen
im Prinzip ausschließlich die Vermittlungskosten, die Makler Courtage tragen müssen, dass sie dann letztlich auf die Einschaltung von Maklern verzichten und die Sache selbst in die Hand nehmen. Im Internet ist ja alles möglich heutzutage. So, und die Frage ist, ist das so, dass die mGmbH durch diese Gesetzesänderung, durch die Änderung des Wohnraumvermittlungsgesetzes in ihren Grundrechten verletzt ist? Ja, ist also eine materiellrechtliche Fragestellung, keine prozessuale Fragestellung. Die Verfassungsbeschwerde haben wir jetzt so oft durchgenommen, die sitzt bei Ihnen auch wirklich gut, habe ich den Eindruck. Insofern eine ausschließlich grundrechtliche Fragestellung. Frage an Sie, wie geht's los? Womit fangen Sie sozusagen an, wenn Sie jetzt da rangehen und den Fall lösen? Was sind die Vorüberlegungen, die Sie tätigen? Also ich will jetzt noch gar nicht einen Obersatz hören, sondern was sind so die ersten Überlegungen, die Ihnen durch den Kopf gehen? Oh, Bill Gates ist dabei. Guten Morgen. Schön. Ich hoffe, Sie kommen mit dem Impfstoff voran, damit wir uns bald mal wieder persönlich sehen können. Also nicht Herrn Gates und ich, sondern ich und Sie, die Studierenden. Herr Hane, sehr schön. Welche Grundrechte sind betroffen? Und Frau Fricke setzt darauf auf und sagt, wir haben eine GmbH, juristische Person, ist die grundrechtsfähig? Okay. Aber ich fange mal mit Herrn Hane und auch Frau Wahrreich, guten Morgen an. Und auch Frau F., Sie überlegen vollkommen zu Recht, weil es ist ja eine materiellrechtliche Fragestellung. Sie sortieren erstmal im Kopf oder auch auf dem Papier, welche Grundrechte kommen in Betracht. Frau F. hat das parat. Das ist die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Absatz 1. Es könnte die Eigentumsfreiheit sein, Stichwort Unternehmen, Stichwort Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Wenn einem nichts mehr einfällt, die fällt einem immer ein, allgemeine Handlungsfreiheit, die als Auffangtatbestand subsidiär ist. So, und damit haben wir jetzt auch gleich die Prüfungsfolge. Sie fangen natürlich nicht an mit Artikel 2 Absatz 1, weil der ja nur tatbestandlich überhaupt zur Anwendung kommt, wenn nicht der sachliche Schutzbereich eines spezielleren Freiheitsgrundrechts eröffnet ist. Und deshalb müssen wir eben erstmal ausschließen, ob das der Fall ist. Das heißt, entweder Artikel 12 1 oder Artikel 14 1. Gibt es da eine zwingende Reihenfolge, ein Vorrang-Nachrang-Verhältnis oder haben Sie die Wahl, mit welchem Sie anfangen? Und wenn Sie die Wahl haben, mit welchem möchten Sie denn anfangen? Ich habe übrigens natürlich heute auch wieder Baulärm im Hintergrund, es tut mir leid, aber lässt sich nicht ändern. Heute wird der Kran abtransportiert, das ist auch schön laut. Frau Dietz möchte mit Artikel 12 anfangen. Frau Dietz, ist das zwingend oder gefällt Ihnen der Artikel einfach so gut? Ist nicht zwingend, genau, ja. Und was sind Ihre Überlegungen, mit Artikel 12 anzufangen? Es ist nicht zwingend, weil zwischen den beiden speziellen Freiheitsgrundrechten der Berufsfreiheit einerseits und der Eigentumsgarantie andererseits eben nicht ein irgendwie geartetes, abstrakt generelles Vorrang-Nachrang-Verhältnis, kein Spezialitätsverhältnis besteht. Ja? Die sind auf der Ebene des sachlichen Schutzbereichs voneinander abzugrenzen. Aber das ist dann eine Frage des Einzelfalles, wie sie voneinander abzugrenzen ist. Und es gibt jetzt nicht wie zwischen speziellen Freiheitsgrundrechten und dem 2.1 ein generelles Vorrang-Nachrang-Verhältnis. Also Sie könnten die Überlegung haben, Frau Dietz, mit Artikel 12 anzufangen, weil hier möglicherweise der Schwerpunkt der Probleme liegt. Das ist sozusagen das Prinzip Dickschiffe voran. Dann müssten Sie beim sachlichen Schutzbereich des Artikel 12 abgrenzen, wie das Verhältnis zu 14 ist. Es gibt vielleicht auch ein gutes Argument, eher mit Artikel 14 anzufangen, wobei das jetzt eher pragmatische, taktische Überlegungen für die Klausurlösung sind. Was spricht vielleicht, wer von Ihnen würde mit Artikel 14 anfangen? Was spricht vielleicht dafür? Ist der Chat langsam. Hoffentlich liegt das nur an meinem PC und nicht daran, dass Sie genauso schlecht geschlafen haben wie ich. Spricht für Artikel 14. Ich sehe nichts im Chat. Herr Hane, genau. Ja, vielen Dank. Herr Hane, Frau F. für Artikel 14 könnte sprechen, dass man ihn relativ schnell ausscheidet auf der Ebene des sachlichen Schutzbereichs. Dann ist, Frau Schirmer, genau, Sie sagen möglicherweise kein Eingriff. Ich würde sagen, möglicherweise ist der sachliche Schutzbereich auch nicht eröffnet. Wir werden sehen.
Und dann ist die Prüfung schnell erledigt, ganz genau. Ja, also das ist jetzt wirklich, ich hätte die Neigung, in diesem Fall mit Artikel 14 anzufangen, aber Sie können auch, Frau Dietz, mit Artikel 12 anfangen. Wir machen es jetzt mal so, wie ich das gerne möchte. Wir fangen mit Artikel 14 an. Es ist aber wirklich nicht zwingend. So, fraglich ist, ob die MGmbH in ihrem Grundrecht aus Artikel 14 Absatz 1 der Eigentumsgarantie durch die Änderung des Wohnraumvermittlungsgesetzes oder durch das geänderte Wohnraumvermittlungsgesetz verletzt ist. Wie geht es dann los mit der Prüfung? Frau Fricke war gedanklich schon soweit. Die anderen aber sicher auch. Genau, Frau Fricke, vielen Dank. Zunächst müsste der persönliche Schutzbereich eröffnet sein. Sie haben sofort den Artikel 19 Absatz 3 im Hinterkopf. Ganz klar, ja, der muss bei Ihnen aufplingen sozusagen, wenn Sie es irgendwie mit einer juristischen oder nicht natürlichen Person zu tun haben. Trotzdem sollten wir erstmal sagen, was für eine Art von Grundrecht, Stichwort Jedermann-Grundrecht oder sogenanntes deutschen Grundrecht, die Eigentumsgarantie ist. Ist ja ganz einfach, das kann man nun wirklich immer im Wortlaut erkennen. Was für eine Art von Grundrecht haben wir? Es ist ein Jedermann-Grundrecht, ganz genau. So, und aber unabhängig davon, ob wir ein Jedermann- oder ein deutschen Grundrecht haben, das schlägt gleich wieder auf, gar keine Frage, sind die Grundrechte des Grundgesetzes, also Artikel 1 bis 19 Grundgesetz, auf juristische Personen des Privatrechts, oder sagen wir erstmal auf juristische Personen, nur unter den Voraussetzungen des Artikel 19 Absatz 3 anwendbar. Und den schauen wir uns mal an. Den Artikel 19 Absatz 3, der lautet, die Grundrechte gelten auch, nämlich neben natürlichen Personen, für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Apropos natürliche Personen, ganz kurzer Einschub, Sie haben natürlich gestern alle die BND-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mitverfolgt. Wir haben ja die Woche davor den Artikel 10 und Artikel 13 besprochen. Das ist jetzt keine neue Judikatur des Bundesverfassungsgerichts. Da geht es um den territorialen Anwendungsbereich der Grundrechte, auch eine Folge der Digitalisierung, ja, die wir alle momentan stark zu spüren bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat, auch wenn es in den Medien teilweise anders dargestellt wurde, man wundert sich dann manchmal, letztlich gestern nur noch mal bestätigt, dass die Grundrechte in dem Fall Artikel 10 vor allen Dingen, aber auch das GGFIS, auch anwendbar sind auf Ausländer, ja, natürliche Personen ausländischer Staatsangehörigkeit vor allen Dingen, die sich im Ausland aufhalten, das war da die Besonderheit, vorausgesetzt allerdings, dass sozusagen der Missing Link, der territoriale Anwendungsbereich der Grundrechte eröffnet ist und während bestand der territoriale Anwendungsbereich bei dem BND-Fall, über den das Bundesverfassungsgericht gestern aber auch davor schon entschieden hatte, in ähnlichen Konstellationen. Warum ist das richtig, dass die Grundrechte auch gelten für Ausländer im Ausland? Ich komme jetzt gerade auf das Problem, weil ich hier das Stichwort inländische juristische Person sehe in 19.3. Das stand eigentlich auch schon vorher fest. Also normalerweise würde man doch sagen, also das Problem stellt sich normalerweise nicht bei den Grundrechten, weil wir ja in der Regel Fälle haben, in denen wir entweder eine natürliche Person deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit haben, die in Deutschland von einem Akt deutscher Staatsgewalt betroffen ist in ihren Grundrechten. Und unter den Voraussetzungen des 19.3 gelten die Grundrechte eben auch gegenüber Maßnahmen des Staates für inländische juristische Personen, das heißt Hauptverwaltungssitz in Deutschland. So, und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gestern, aber auch schon davor in verschiedenen Entscheidungen nochmals, möchte ich sagen, festgestellt, dass die Grundrechte auch gelten für Ausländer, die sich im Ausland aufhalten. Also für Deutsche, die sich im Ausland aufhalten, war das immer klar. Ja, da ist sozusagen der Missing Link des territorialen Anwendungsbereichs der Grundrechte die deutschen Eigenschaft und jetzt aber auch für Ausländer im Ausland. Ja, Frau Fricke, sehr schön. Genau, Frau Wahrreich, wenn der Staat, der deutsche Staat, im Ausland tätig wird, dann muss er sich an die Grundrechte halten. Frau Fricke, Sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht, weil die deutsche Staatsgewalt tätig wird, ganz genau. Ja, also die Grundrechte enden in ihrem territorialen Anwendungsbereich,
nicht einfach, wenn Akte deutscher Staatsgewalt über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinauswirken, wie das ja natürlich im Internet bei Abhörmaßnahmen, Datenabfangmaßnahmen, Ausspähaktionen regelmäßig der Fall ist. Also das sind eigentlich Fälle, die sich so nur in der digitalen Welt wirklich stellen. Ja, sodass also vollkommen klar ist, die Grundrechte gelten nicht nur gegenüber Deutschen und bei den Jedermann-Grundrechten Ausländern, die sich im Inland befinden, gegenüber Akten der deutschen Staatsgewalt. Sie gelten auch gegenüber Deutschen, die sich im Ausland befinden, gegenüber Akten der deutschen Staatsgewalt. Da haben wir sozusagen zwei Ansatzpunkte für die Geltung der Grundrechte. Einmal Akt deutscher Staatsgewalt und dann die deutschen Eigenschaft. Und sie gelten, dritte Konstellation, auch gegenüber Ausländern im Ausland, die durch Akte der deutschen Staatsgewalt betroffen sind. Ja, also das ist eine Auswirkung der Digitalisierung, die es ja eigentlich erst ermöglicht, wenn man jetzt nicht mal von Ausnahmen absieht wie Einsatz deutscher Streitkräfte im Ausland. Ja, da wurde das immer schon diskutiert, ob wenn der Staat Streitkräfte im Ausland einsetzt, ob er dann an die Grundrechte gebunden ist. Auch das wurde überwiegend schon bejaht, war aber sehr umstritten im Schrifttum. Aber in der digitalen Welt ist es natürlich sehr einfach, dass der Staat Behörden, Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutzbehörden von deutschem Boden aus Mitteln der Technik auch Eingriffe, Grundrechtseingriffe im Ausland vornehmen, die sich dort auswirken. Und das hat das Bundesverfassungsgericht nochmals vollkommen zu Recht bestätigt, dass die Grundrechte, wenn sie von der deutschen Staatsgewalt ausgehen, sich im Ausland auswirken, auch dann gelten. Ja, damit bleibt eine Fallgruppe, in der sie, man möchte sagen, selbstverständlich nicht gelten. Wer hat aufgepasst? Das wird auch diskutiert im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Ja. Was ist denn bei großen Internetkonzernen mit Sitz in den USA? Da wird immer diskutiert, wenn die auf Daten der Menschen und auch der Bundesbürger zugreifen, ob dann der Staat, der deutsche Staat, eigentlich Schutzpflichten hat, unberechtigte Datenzugriffe zu verhindern. Also welche Fallgruppe ist jetzt sozusagen noch offen oder einzig problematisch? Na, jemand eine Vorstellung? Also wenn es um den, ja, genau, Frau Schirmer, wenn es sozusagen um Sachverhalte mit ausschließlich im Auslandsbezug geht. Also ein ausländisches Unternehmen mit Sitz im Ausland kann sich nicht einfach auf den Schutz durch den deutschen Staat berufen und damit auf die Geltung der deutschen Grundrechte, wenn es sozusagen überhaupt gar keinen territorialen Verknüpfungsbereich gibt. Umgekehrt gelten die Grundrechte auch nicht sozusagen in der objektiv-rechtlichen Funktion als Schutzpflichten, wenn solche Eingriffe von Privatpersonen im Ausland oder gar von ausländischen Staaten ausgehen. Ja? Sondern auch hier brauchen wir diesen territorialen Anknüpfungsbereich. Und wenn grundrechtsbeeinträchtigende oder beeinträchtigende Maßnahmen, Zugriffe auf personenbezogene Daten von ausländischen Unternehmen im Sitz im Ausland ausgehen auf Bundesbürger oder Ausländer, die ihren Sitz oder ihren Aufenthaltsort in Deutschland haben, dann können und, glaube ich, müssen wir nachdenken über Schutzpflichten des Staates gegenüber den im Inland befindlichen natürlichen und juristischen Personen. Ja, dann ist der Bezug die Betroffenheit der Personen im Inland. Aber wenn Sie natürlich einen Fall haben, in dem ein ausländisches Unternehmen zugreift auf Daten von Ausländern im Ausland, dann ist der deutsche Staat überhaupt nicht im Spiel. Ja, dann fehlt genau dieser territoriale Anwendungsbereich der Grundrechte. Wir haben weder eine Betroffenheit von Personen in Deutschland, noch haben wir einen Rechtsakt des deutschen Staates, der sozusagen den Schritt in den Anwendungsbereich der Grundrechte hinein vermittelt. Also das ist generell ein super spannendes Thema. Das wird so unter dem Stichwort Digitalisierung der Grundrechte, blöde Formulierung, diskutiert. Aber die Frage ist, welche Auswirkungen eigentlich die Digitalisierung auf die Grundrechte hat. Sie erinnern sich, wir haben über das Thema Online-Versammlung gesprochen. Ja? Und diese Fragen stellen sich durch alle Grundrechte durch. Es gibt also fast kein Grundrecht, das davon nicht betroffen ist. Ich hatte ja neulich gesagt, Ehe und Familie vielleicht. Aber da fallen einem dann tatsächlich doch auch Anwendungskonstellationen ein. Oder Schule, Homeschooling, überlegen Sie mal Digitalunterricht.
Ja, das sind so Anwendungsprobleme der Grundrechte, die sich jetzt überhaupt erstellen im Zuge der Digitalisierung. Super spannend und so auch bei diesen grundsätzlichen Fragen der Bindung des Staates an die Grundrechte 1.3. Okay, jetzt sind wir so richtig abgekommen vom Fall, aber ich glaube, das war nochmal wichtig und natürlich ein aktueller Anlass. Wir sind jetzt bei Artikel 19 Absatz 3 und unserem Fall. Und ich wollte von Ihnen wissen, nachdem Sie den Artikel 19 Absatz 3 gelesen haben, welche Voraussetzungen der Artikel 19 Absatz 3 sind 4 Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Grundrechte des Grundgesetzes, und das ist für jedes Grundrecht einzeln zu beurteilen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Erstmal abstrakt generell, bevor ich dann zu Ihnen komme, Frau Klose. Frau Fricke, erstens, es muss sich um eine inländische Person handeln. Genau. Zweitens, Frau Wahrreich, es muss sich um eine juristische Person handeln. Drittens, ich glaube, es sind nur 3 Voraussetzungen. Ich habe nicht richtig mitgezählt. Nein, es sind schon 4 Personen. 4 Voraussetzungen. Genau, Herr Hane, des Privatrechts, es muss sich um eine juristische Person des Privatrechts handeln. Da steht jetzt nicht ausdrücklich drin in Artikel 19.3, folgt aber, Sie wissen das, aus der Funktion der Grundrechte als Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat und nicht für den Staat. Und 4. Voraussetzung, Herr Müller, vielen Dank, das betreffende Grundrecht, also nicht die Grundrechte generell, weil Sie sind gerade nicht alle generell auf juristische Personen des Privatrechts inländische anwendbar, sondern das betreffende Grundrecht muss seinem Wesen nach anwendbar sein. Also 4 Voraussetzungen. Inländisch, juristische Person, des Privatrechts, wesensmäßige Anwendbarkeit. Sehr schön. So, jetzt hatte oben jemand gesagt, ich glaube Frau Wahrreich, es müsste sich zunächst um eine inländische Person handeln. Haben wir das hier? Wie ist es bei unserer Frau Klose? Genau, unsere MGmbH ist in Hamburg ansässig, überhaupt kein Problem. Kurze Zwischenfrage, worauf kommt es an für den Sitz? Also jetzt nehmen Sie mal eine GmbH, das war der Fall, der vom entschieden wurde, der Durchsuchungsfall bei VW wegen des Dieselskandals. Da kam es auf die Frage drauf an, da wurden Anwaltskanzleien durchsucht und die hatten so verschiedene Niederlassungen in Deutschland und einen Hauptverwaltungssitz irgendwo außerhalb in den USA, glaube ich. Worauf kommt es an? Niederlassung oder Hauptverwaltung? Für das Sitzkriterium, für das inländische Kriterium nach 19.3. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Dieselskandal entschieden. Mich hat es nicht überzeugt, aber was soll man machen? Frau Fricke, sehr schön. Die Sitztheorie, da kommt es auf den Hauptverwaltungssitz drauf an. Ja? So, dass wenn der deutsche Staat, und das war der Fall beim VW-Dieselskandal, in einer bloßen Niederlassung mit Sitz in Deutschland durchsucht, sich die Niederlassung, wenn es nicht der Hauptverwaltungssitz ist, nicht auf die deutschen Grundrechte berufen kann. Ja? Weil dann der Hauptverwaltungssitz nach 19.3 nicht im Inland liegt. Okay, unsere MGmbH ist in der wunderschönen Hansestadt Hamburg ansässig und damit ist das Kriterium inländisch erfüllt. Juristische Person ist bei einer GmbH natürlich überhaupt nicht zweifelhaft, aber was muss man wissen zu dem Begriff juristische Person? Wie ist der zu verstehen? Eng oder weit? Brauchen wir Rechtsfähigkeit? Ja oder nein? Wie ist es zum Beispiel bei einer Gesellschaft bürgerlichen, wie nennt sich denn die? BGB-Gesellschaft? Wie ist es beim nicht rechtsfähigen Verein? Sehr schön, Frau Fricke, Herr Hane, Frau F., eine weitere Auslegung, es ist keine Rechtsfähigkeit erforderlich. Sehr gut, ja, also das im Gegensatz zum Sitz, was das Bundesverfassungsgericht sehr eng zu versteht, ist der Begriff der juristischen Person dann wieder weit zu verstehen. So, und des Privatrechts, das ungeschriebene Merkmal, das ist klar, ja, eine juristische Person des öffentlichen Rechts, Körperschaft, Stiftung, Anstalt, kann sich nicht auf Grundrechte berufen, das wissen Sie alle. Frage, wie ist es bei einer gemischt wirtschaftlichem Unternehmen, einer GmbH, Stadtwerke GmbH, an der zu 49% eine Kommune beteiligt ist und zu 51% Private? Grundrechtsfähig nach 19.3, ja oder nein? Also mit Blick auf das Merkmal inländisch. Herr Müller, sehr schön. Es kommt nach herrschender Meinung auf die Frage der Beherrschung an. Ja, also wenn die öffentliche Hand an einer juristischen Person des Privatrechts Anteile von 50 plus x hat, dann wird sie sozusagen überwiegend als staatlich beherrschte juristische Person des Privatrechts angesehen. Und dann haben wir zwar formal eine juristische Person des Privatrechts, hinter der aber materiell der Staat steht, überwiegend, irgendwie muss man das ja beurteilen, mit der Folge, dass die Grundrechte nicht anwendbar sind. Wenn gegen weniger als 50 plus x, also 49%, Frau F., ganz genau,
der Staat zu beteiligt ist, dann ist die GmbH als Ganze grundrechtsfähig. Also er wird da nicht, das kann man nicht machen, gesagt, der Teil, an, der sozusagen dem Staat zuzurechnen ist, ist nicht grundrechtsfähig und der andere Teil grundrechtsfähig, sondern es wird auf das Merkmal der Beherrschung abgestellt, 50% plus X, ja oder nein. Prima, schön, dass Sie das wissen. Gut, okay, also was haben wir jetzt? Wir haben eine inländische juristische Person des Privatrechts und jetzt kommt es, wie so häufig, auf die vierte Voraussetzung an, ist denn das Grundrecht, über das wir sprechen, die Eigentumsgarantie ihrem Wesen nach anwendbar? Worauf kommt es dafür an? Frau Fricke, sehr, sehr schön, auf den teleologischen Durchblick. Es kommt darauf an, ob das betreffende Grundrecht nur individuell durch natürliche Personen oder auch kollektiv, manche sagen korporativ, durch eine Personenmehrheit, eine juristische Person ausgeübt werden kann. Okay, wie ist es bei Artikel 14, Frau Fricke? Der Chat ist heute von meiner Seite aus, glaube ich, sehr langsam, von Ihrer Seite aus nicht. Ja, Frau Fricke-Hahne, natürlich, ja. Also Eigentum kann nicht nur einer natürlichen Person zustehen, sondern auch einer juristischen Person, die kann Eigentümer von Sachen sein, von Rechten und so weiter. Insofern überhaupt kein Problem. Nennen Sie mir mal ein Grundrecht, das nach Artikel 19 Absatz 3 nicht auf juristische Personen des Privatrechts anwendbar ist. Nicole F., auch richtig, sehr schön. Ja, die Menschenwürde-Garantie, Klassiker, absolut. Religionsfreiheit? Wie sieht es aus mit der Religionsfreiheit? Frau Ferisei, das allgemeine Persönlichkeitsgrundrecht. Würde ich so allgemein nicht sagen. Da kommt sehr auf die betroffene Facette an. Denken Sie mal, das Recht am eigenen Wort, vielleicht auch das Recht am eigenen Bild, Aufnahmen vom Gelände eines Unternehmens. Also das würde ich so generell nicht sagen. Was die Intimsphäre betrifft, als Bestandteil des Persönlichkeitsrechts haben Sie recht. Aber da trifft, was das Persönlichkeitsrecht betrifft, die Juristenantwort zu, es kommt drauf an. Frau F., sehr schön, Religionsgemeinschaften sind entweder unmittelbar über 4.1 oder über Artikel 4 Absatz 1 in Verbindung mit 19.3 geschützt. Das ergibt sich auch aus 140 in Verbindung mit der Weimarer Reichsverfassung. Ja, der Artikel 4.1 war gerade schon immer ein Grundrecht, das war schon immer so, auf das sich auch insbesondere Religionsgemeinschaften in Form von Körperschaften des öffentlichen Rechts berufen konnten. Stichwort kollektive Glaubensfreiheit, Frau Hohlfeld. Super, vielen Dank. Okay, gut, das Problem ist also erledigt. Der persönliche Schutzbereich ist bei uns für die MGmbH nach Artikel 14 Absatz 1 in Verbindung mit, bitte immer so auch zitieren, eröffnet. Fraglich ist weiter, ob der sachliche Schutzbereich des Artikel 14 Absatz 1 der Glaubensfreiheit eröffnet ist. Wie sieht das aus damit? Was müssen Sie jetzt machen? Also geschützt durch Artikel 14 Absatz 1 ist das Eigentum. Jetzt müssen Sie erstmal wie rangehen. Frau Fricke, Sie definieren den Begriff des Eigentums, das finde ich schön. Es ist jede vermögenswerte Position, die dem Einzelnen vom Gesetzgeber nach Art eines Ausschließlichkeitsrechts zugeordnet ist. Wir haben hier ein normgeprägtes Grundrecht, ganz wichtig, ja, so wie die Ehe auch, aber die Familie nicht. Also der Gesetzgeber muss erstmal sozusagen gesetzlich normieren, was ist denn Eigentum oder nicht. Eigentum im Naturzustand gibt es nicht. Okay, hilft uns das hier jetzt weiter? Noch nicht so richtig. Was müssten wir uns jetzt fragen? Letztlich, ob wir, ja, Herr Hahne, sehr schön, wir müssen es abgrenzen zum Grundrecht der Berufsfreiheit und dann fragen, ob wir nach der Abgrenzungsformel, Wittig-Formig-Faust-Formel, kennen Sie alle, eine vermögenswerte Position haben, die durch Artikel 14 und nicht durch Artikel 12 geschützt ist. Es ist so, dass es schon vermögenswerte Positionen gibt, die den Schutz durch die Eigentumsgarantie und die Berufsfreiheit genießen. Oft ist es aber so, dass hinsichtlich bestimmter Positionen, bestimmter Freiheitsausübungen nur eines der Grundrechte einschlägig ist. Herr Hahne, Herr Müller, sehr schön, abzugrenzen ist nach der sogenannten Wittig-Formel, Frau F. auch. Herr Müller, Artikel 14, ich möchte hinzufügen, ist objektbezogen und schützt das schon Erworbene, also einen Bestand, der irgendwie schon aufgebaut wurde, vorhanden ist. Während Artikel 12 Absatz 1 persönlichkeitsbezogen ist, schützt die Persönlichkeitsausübung im beruflichen Bereich,
sowie Artikel 13 Absatz 1 die Persönlichkeitsausübung im räumlichen Bereich schützt und schützt deshalb den Erwerbsvorgang, also die dauernde berufliche Betätigung. Wie ist es hier, Herr Müller? Was würden Sie sagen? Ist der Artikel 14.1 einschlägig? Unter welchen Aspekten ist das denkbar? Also die M, die befürchtet hier Umsatzeinbußen für ihr Unternehmen, was irgendwie sich auch plausibel anhörte. Entschuldigung. Frau F., Sie sagen, es könnte möglicherweise das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb betroffen sein. Dann sagen Sie aber vollkommen zu Recht, der Bestand als solcher des Gewerbebetriebs ist nicht betroffen. Wir brauchen nämlich einen unmittelbar betriebsbezogenen Eingriff. Ja, nach allgemeiner Ansicht, das ist ja schon umstritten, auch ein bisschen umstritten zwischen der zivilrechtlichen und zivilgerichtlichen Rechtsprechung und dem Bundesverfassungsgericht, ob jetzt der Bestand als solcher geschützt ist, so eher die zivilgerichtliche Rechtsprechung, oder eigentlich nur einzelne eigentumsfähige Positionen des Rechts am eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb. Aber jedenfalls wird immer verlangt, dass ein unmittelbar betriebsbezogener Eingriff vorliegt, und es wird letztlich verlangt, dass der Betrieb als solcher zum Erliegen kommt, dass ein Substanzverlust eintritt, und das liegt hier nicht vor, vollkommen richtig. Also unter diesem Aspekt des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist Artikel 14.1 in Abgrenzung von 12.1 nicht betroffen. Es liegt eben dann mit Herrn Hane nicht das bereits Erworbene vor. Und Frau Hohlfelden nennt jetzt eine weitere Facette, was mir auch gut gefällt. Artikel 14 könnte aber unter einem weiteren, möglicherweise als vermögenswertes Recht geschützten Position betroffen sein, nämlich der Umsatzeinbußen, also das Recht sozusagen weiterhin in der Zukunft Gewinne zu machen, die Erwerbsaussicht, die Erwerbschancen sich zu erwahren. Aber Frau Fricke, Sie haben vollkommen richtig gesagt, ständige Rechtsprechung, wirklich ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die bloßen Erwerbsaussichten und Erwerbschancen sind nicht geschützt durch 14.1. Durch 12.1, wenn das Ganze ein Beruf ist, schon, aber nicht durch 14.1. Ja, Herr Hane, Sie haben es nochmal sozusagen die beiden Aspekte miteinander verbunden. Sehr schön. Da könnte man bei dem letzten Aspekt sagen, wo kämen wir denn dahin? Ja, das würde ein absolut ausufernder Grundrechtsschutz sein, wenn man jetzt bloße Erwerbschancen als geschützt ansähe. Ja, Zwischenergebnis, Artikel 14 Absatz 1, der sachliche Schutzbereich des Artikel 14 Absatz 1 ist nicht eröffnet. Wir haben uns also noch die Chance gewahrt an der Stelle, dass wenigstens das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit einschlägig ist, weil ja der sachliche Schutzbereich des 14.1 nicht eröffnet ist. Wäre es nur am Eingriff gescheitert, wären wir jetzt schon raus aus dem 2.1. Ist aber nicht der Fall. So, und jetzt müssen wir aber natürlich weiter prüfen, wie sieht es denn aus mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit? So, hier steht all das, was wir eben erörtert haben, ja? Ich blätter das immer extra nicht auf, weil Sie das ja selbst lösen wollen. Das haben Sie mir ja ausdrücklich mitgegeben, daran halte ich mich auch. Wie sieht es aus? Wer macht mal den persönlichen Schutzbereich? Ist der eröffnet? Wir reden jetzt über das Grundrecht der Berufsfreiheit, Artikel 12 Absatz 1, wichtiges Grundrecht. Momentan arg gebeutelt dieses Grundrecht durch Corona. Frau Hohlfeld, vielen Dank. Der persönliche Schutzbereich des Artikel 12 hat die Besonderheit, dass wir ein sogenanntes deutsches Grundrecht haben. Er gilt also nur für die natürlichen Personen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des, schön, dass Sie die Norm kennen, Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz haben. Frau Fricke, wir müssen wieder bestimmen, ob der persönliche Schutzbereich des Grundrechts der Berufsfreiheit für die MGmbH als inländische juristische Person eröffnet ist, gemäß Artikel 19 Absatz 3. Wir haben kein Problem, Frau Hohlfeld, mit Blick auf die deutschen Eigenschaft, weil wir ja eine inländische juristische Person haben. Also das, was bei einer natürlichen Person die deutschen Eigenschaft ist im Sinne des 116, ist bei einer juristischen Person der Hauptverwaltungssitz im Inland. So, jetzt schaue ich mal, Herr Müller. Ja, deutschen Grundrecht, hier inländische juristische Person, sehr schön. Sie haben genau das geschrieben, was ich eben gesagt habe. Jetzt subsumieren Sie unter 19.3, Artikel 12 Absatz 1 ist seinem Wesen nach auch auf juristische Personen anwendbar. Sehr gut. Es fehlt jetzt vielleicht noch ein Satz der Begründung. Naja, weil ein Beruf ausgeübt und gewählt werden kann, nicht nur durch eine natürliche Person, sondern letztlich auch die Geschäftstätigkeit einer juristischen Person mit umfasst. Der Punkt ist geklärt. Frau F., ich sehe gerade Ihre Frage, spricht es gegen eine Anwendung von 12.1, dass ein Beruf zur Schaffung einer Lebensgrundlage dienen muss? Nein, da sind Sie zu
Also wie immer schön präzise, aber das dürfen Sie nicht wörtlich nehmen. Ja, also Lebensgrundlage im Sinne von auch Geschäftsgrundlage. Herr Hane, Frau Fricke erlaubt, ganz kurz, wir machen jetzt erstmal Frau F., wir erledigen jetzt erstmal die Antwort von Frau F. Genau, im Sinne der Existenz, im Sinne des Erhalts einer, im Sinne der Gewinnerzielung. Ja? Also es muss auf Gewinnerzielung gerichtet sein und damit bei natürlichen Personen auf Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage und bei juristischen Personen auf Schaffung und Erhaltung einer Grundlage für den Betrieb. So, jetzt sehe ich gerade eine Diskussion zwischen Herrn Hane und Frau Fricke, die sich streiten. Das finde ich schön, denn es ist ja ein konstruktiver Streit. Wenn ich es richtig sehe, diskutieren Sie gerade miteinander und dazu kommen wir jetzt aber gleich erst. Ja? Wir sind jetzt gleich im sachlichen Schutzbereich. Also den persönlichen Schutzbereich haben wir geklärt, 12.1 in Verbindung mit 19.3, er ist anwendbar. Jetzt kommen wir zum sachlichen Schutzbereich und versuchen zwischen Frau Fricke und Herrn Hane im Sinne des lieben Friedens zu schlichten. Sie unterhalten sich nämlich gerade über den Begriff des Berufs, wenn ich das richtig sehe. Frau Fricke hatte oben den Begriff des Berufs gerade noch im Chat zu sehen, definiert als jede auf Dauer angelegte, auf die Erzielung von Gewinn gerichtete, der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage dienende Tätigkeit. Und dann hatte sie dazugefügt, erlaubte Tätigkeit. Okay, lassen Sie uns gerade mal den Begriff erlaubt, worüber ja, glaube ich, der Streit oder die Diskussion zwischen Ihnen geht, weglassen. Jede auf Dauer angelegte, der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage auf Gewinnerzielung gerichtete Tätigkeit. Völlig richtig. Ja, auch das eher weit zu verstehen, wenn nach dem ersten Tag der Geschäftstätigkeit die Tätigkeit aufgegeben wird, aber sie auf Dauer angelegt war, haben wir einen Beruf. Wenn die Geschäftstätigkeit nur im Minus liegt, aber man gerne Gewinn erzielen möchte, haben wir einen Beruf. Nur Tätigkeiten, die gar nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist, Stichwort Ehrenamt, sind kein Beruf. So, und wenn sie auf Gewinnerzielung gerichtet ist, dient sie regelmäßig auch der Schaffung und Erhaltung einer Lebens- oder Geschäftsgrundlage. So, das ist hier bei der MGmbH nicht ernsthaft zweifelhaft. Ja, die lebt davon, Wohnraummietverträge zu vermitteln. Und jetzt komme ich nochmal auf das Problem. Herr Hane und Frau Fricke, also Frau Fricke hatte als Definitionsmerkmal mitgenannt, dass es sich um eine erlaubte Tätigkeit handeln muss. Und Herr Hane hat interminiert und hat gesagt, es ist keine Voraussetzung für einen Beruf. Da möchte ich jetzt mal schlichten und sagen, das ist umstritten. Ich bin da sehr auf der Seite von Herrn Hane und sage, das ist keine Voraussetzung für einen Beruf. Es kommt aber hier auch nicht drauf an. Wenn man das Merkmal nennt, wie es Frau Fricke getan hat, würde ich sehr vorsichtig in der Definition hinzufügen und möglicherweise erlaubte Tätigkeit, Klammer auf, streitig, Klammer zu. Es kommt hier nicht drauf an, weil das eine Maklertätigkeit schlechthin gemeinschädlich ist. Das wird nicht mal von denjenigen vertreten, denen der Schutz der Mieter zu Recht sehr am Herzen liegt. Ja, also entweder nennt man das Merkmal hier gar nicht mit in der Definition oder Sie sagen dann, es kann dahingestellt bleiben, ob denn eine Maklertätigkeit ist nun wirklich eine nicht schlechthin gemeinschädliche Tätigkeit. Herr Hane, wir sind uns, glaube ich, einer Ansicht, wobei man darüber streiten kann, dass es sich nicht um eine erlaubte Tätigkeit handeln muss. Was den Begriff des Berufs sachlicher Schutzbereich betrifft, warum nicht? Helfen Sie mir mal. Frau Fricke, Sie sagen zu Recht, auf keinen Fall muss die Tätigkeit erlaubt sein, gesetzlich erlaubt. Völlig richtig, Sie differenzieren nochmal sehr schön. Warum nicht? Ja, weil ja dann der einfache Gesetzgeber darüber disponieren würde, ob der Schutz des 12 einschlägig ist. Die Verfassung steht aber normhierarchisch über dem Gesetz. Wir müssen das Gesetz am Maßstab des 12 ermessen. Stellen Sie sich mal vor, der Gesetzgeber würde jetzt im Überschwang der Gefühle regeln, die Maklertätigkeit ist verboten. Ja, dann würden wir ja nicht sagen, es ist nicht an 12 zu messen, sondern die Frage ist, ob es dem Grundrecht standhält. Also das ist völlig klar. Und Sie sagen, die einzige Frage ist, ob die Tätigkeit schlechthin sozial gemeinschädlich sein darf. Sie kennen ähnliche Diskussionen, zum Beispiel Stichwort Schmähkritik. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, weil die Abwägung bei Schmähkritik auf der Schrankenebene wegen einer Verletzung des 1.1 der Intimsphäre immer zugunsten des in seiner Persönlichkeit Betroffenen zu Lasten der Meinungsfreiheit ausfällt, kann man auf die Idee kommen, dass schon der sachliche Schutzbereich nicht eröffnet ist. Und so kann man auch bei schlechthin gemeinschädlichen Tätigkeiten diskutieren. Also ich sage mal, die Tätigkeit des Berufskillers.
Ja, da kann man natürlich drüber nachdenken. Da würde man ja immer auf der Schrankenebene zugunsten der Opfer abwägen. Ist ja völlig klar, ob dann schon der sachliche Schutzbereich nicht eröffnet ist. Dagegen spricht aber generell, dass wir dann in Schwierigkeiten kommen zu bestimmen, was ist gemeinschädlich und was nicht. Und eine viel feinere Abwägung im Güterausgleich nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf der Schrankenebene vorzunehmen ist. Ich, Frau Fricke und Herr Hane würde dazu neigen, also die Gemeinschädlichkeit also entweder nicht anzusprechen oder maximal anzusprechen und zu sagen, es kommt hier wirklich nicht drauf an und dass es nicht gesetzlich erlaubt sein muss, ist klar. Okay, gut, ich glaube, das Problem haben wir hinreichend erschöpfend problematisiert. Aber wenn Sie natürlich so einen Fall haben, Berufskiller oder, mein Gott, im Schrifttum wurde das immer für die Tätigkeit der Wahrsagerin und manchmal auch für Prostituierte diskutiert, dann problematisieren Sie das und entscheiden sich richtig an der Stelle. Gut, was ist mit dem Eingriff in den Schutzbereich? Problem hier? Ja, nein? Wer macht's kurz? Hier, Sie sehen, ich habe das Problem in der Lösungsskizze und der Anmerkung untergebracht mit schlechthin gemeinschädlich. Ja? So, wer macht's mit dem Eingriff? Ein Eingriff liegt vor, wenn, Eingriff im klassischen Sinne zunächst mal natürlich nur wieder. Ja, sehr schön. Herr Müller, wir brauchen einen rechtsförmigen Vorgang, eine Unmittelbarkeit, eine Finalität und eine Imperativität. Sehr schön. Frau Fricke, Sie kommen mit Ihrer Superdefinition. Danke. Genau, und wie ist es hier bei unserem Wohnraumvermittlungsgesetz? Frau F. Ja, das ist richtig, aber jetzt nochmal konkret zur Subsumption. Haben wir hier einen Eingriff im klassischen Sinne? Na, es ist so leicht, dass jetzt keiner möchte oder ich es jedenfalls im Chat noch nicht sehe. Also wir haben Gesetz, damit natürlich ein Rechtsakt. Herr Müller, ganz genau, es ist ein Verbot der Vereinbarung und Annahme von Entgelten für die Wohnraumvermittlung. Also wir haben Rechtsakt, ein gesetzliches Verbot, der ist zwingend, also gilt sozusagen unmittelbar, Bedarf keines Umsetzungsaktes mehr, final und auch imperativ durchzusetzen durch Unterlassungsmaßnahmen oder wie auch immer. Oh, Frau Hohlfeld, der Eingriff muss eine objektiv berufsregelnde Tendenz aufweisen. Es ist gut, dass Sie es mal sagen, aber das ist jetzt an der Stelle nicht zu erörtern. Jedenfalls nicht, wenn Sie annehmen, was hier ziemlich offensichtlich ist, dass wir einen Eingriff im klassischen Sinne haben. Warum nicht, Frau Hohlfeld? Herr Müller hat ja schon gesagt, wir haben einen Eingriff im klassischen Sinne. Sehr schön, ja, Herr Müller beantwortet das. Danke, die objektiv, also das weitere Erfordernis der objektiv berufsregelnden Tendenz, ja, das hat sozusagen zur Einengung oder zur Beschränkung der Maßnahmen, die als Eingriff in Frage kommen, das Bundesverfassungsgericht nur vermittelbar faktische Eingriffe entwickelt. Genau, nur beim modernen Eingriffsbegriff, Frau Hohlfeld, ganz genau. Herr Hane nennt den Grund nochmal. Prima, wenn Sie so wollen, beim klassischen Eingriff, dem wohnt die berufsregelnde Tendenz inne. Ja, der ist unmittelbar final, der hat immer eine berufsregelnde Tendenz, wenn die Merkmale erfüllt sind. Deshalb nur beim mittelbar faktischen Eingriff ansprechen. Aber gut, dass Sie es gesagt haben, weil dann machen Sie es in Zukunft richtig. Okay, einen Eingriff haben wir und dann kommen wir jetzt zu den Schranken. Fraglich ist, ob der Eingriff durch das Wohnraumvermittlungsgesetz in das Grundrechte der Berufsfreiheit aus Artikel 12 Absatz 1 verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Frau Fricke, ganz genau, Sie widmen sich erstmal der Frage, ja, welche Schranken hat denn der Artikel 12 Absatz 1? Sie wissen, dass die Grundrechte unterschiedliche Schranken haben. Sie haben gesehen, die Schranken stehen in Artikel 12 Absatz 1 Satz 2. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Frau Fricke sagt, wir haben einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Herr Müller sekundiert jetzt sehr schön, er spinnt das Ganze also fort oder löst den Fall weiter an der Stelle. Wir müssen zunächst mal sagen,
wir haben einen einfachen Gesetzesvorbehalt, aber wenn wir uns den Wortlaut des 12.1.2 angucken, ja, dann gilt der nur für die Berufsausübung. Wir wissen ja aber, dass es neben der Berufsausübung logisch vorgelagert auch die Berufswahl gibt. Man muss sich erstmal für das Ob eines Berufs entscheiden, bevor man ihn dann hinterher auch ausüben kann und am Ende wieder beenden kann, was meinetwegen wieder ein Akt der Berufswahl ist. So, und Herr Müller sagt jetzt, es ist geklärt, dass trotz des Wortlautes, der wirklich etwas Unglückliches an der Stelle, in 12.1.2 der Gesetzesvorbehalt sich nicht nur auf die Berufsausübung, sondern auch auf die Berufswahl bezieht. Artikel 12 Absatz 1 ist ein einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit, das sowohl die Berufsausübung als auch die Berufswahl schützt. Das hätte man übrigens, Lapsus von uns oder von mir, auch auf der Ebene des Schutzbereichs eben kurz erwähnen müssen. Ja, da müssen wir uns noch mal korrigieren. Das hätte man schon beim Schutzbereich erwähnen müssen. Warum? Nicht nur hier, dass die Schrankenebene, also die Schranken auch gelten für die Berufswahl, sondern schon beim sachlichen Schutzbereich, dass wir ein einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit haben, das Berufswahl und Ausübung schützt. Warum? Das haben wir oben vergessen. Ich habe es vergessen und Sie haben mich nicht korrigiert. Warum hätten wir das oben schon erwähnen müssen, beim sachlichen Schutzbereich? Ja, Herr Hane, vielen Dank, weil Artikel 12 Absatz 1 Satz 1, der ja den Schutzbereich kennzeichnet, jetzt auf einmal nur davon spricht, alle Deutschen haben das Recht, den Beruf frei zu wählen. Ja, und schon da hätten wir sagen müssen, der Wortlaut des 12.1.1 vom Schutzbereich her zielt nur auf die Berufswahl, aber weil wir ein einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit haben, und das sieht man eben daran, dass in Satz 2 dann die Berufsausübung steht, ist schon auf der Ebene des Schutzbereichs neben der Berufswahl auch die sich anschließende Berufsausübung geschützt. Umgekehrt, jetzt komme ich wieder zu den Schranken, erfasst der Schrankenvorbehalt, der einfache Gesetzesvorbehalt des 12.1.2 neben der Berufsausübung auch die in Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 erwähnte Berufswahl. Ja, also dieses Stichwort einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit muss zweimal kommen. Einmal schon auf der Schutzbereichsebene, das tragen wir jetzt gedanklich nach, und einmal auf der Ebene der Schranken. Okay, wir haben also einen einfachen Gesetzesvorbehalt, der sich auf die Berufswahl und auf die Berufsausübung bezieht. Müssen wir an dieser Stelle schon sagen, ob wir eine Berufsausübung oder eine Berufswahl haben? Herr Hane, ich sehe es schon. Sie sagen nein, völlig richtig, weil es überhaupt nicht drauf ankommt. Ja? Es ist nicht falsch, aber es ist überflüssig und zeigt so ein bisschen mangelnde Souveränität im Umgang mit dem Fall. Weil sich der Gesetzesvorbehalt auf Berufswahl und Ausübung bezieht, ist es egal, ob wir eine Berufsausübung oder eine Berufswahl haben. Das kommt gleich erst im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Ja, Frau Fricke, völlig richtig, bei der Verhältnismäßigkeit, also letztlich auf der Ebene des Ziels und dann auch nochmal der Erforderlichkeit. Sehr schön, auch Herr Müller, prima. Okay, so wie gehen Sie denn dann jetzt weiter vor? Wir haben hier unser Gesetz, unser Wohnraumvermittlungsgesetz. Das ist ein Gesetz im Sinne des 12.1.2. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht darüber sprechen, ob der 12.1.2 sich nur auf formelle Parlamentsgesetze oder untergesetzliche Normen bezieht. Sie wissen, bei der Berufswahl brauchen wir ein formelles Parlamentsgesetz. Nur bei der Berufsausübung als weniger einschränkender Maßnahme reicht Rechtsverordnung oder Satzung aus. Wir haben Gesetz, alles in Ordnung. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss man wieder diesen für manche nicht ganz leichten Übergang von den Schranken zur weiteren Prüfung bekommen. Hören Sie, wie der Kranführer hupt? Das ist wundervoll, oder? Herr Müller, vielen Dank. Wir müssen jetzt prüfen, ob das Wohnraumvermittlungsgesetz verfassungsgemäß ist. Also, ich will das mal formulieren, weil manchen auch die Formulierung nicht ganz leicht fallen, wie mir immer wieder gesagt wird. Wir hätten im ersten Schritt geprüft, fraglich ist, ob unser Wohnraumvermittlungsgesetz Ausdruck der Schranken des 12.1.2 ist. Dann erörtern Sie die Schranken. 12.1.2 hat einen einfachen Gesetzesvorbehalt und subsumieren und würden jetzt übergehen zu der Frage, ob das Gesetz verfassungsgemäß ist, zum Beispiel mit der Formulierung § 2 Wohnraumvermittlungsgesetz, wäre nur dann Ausdruck der Schranken des 12.1.2, wenn es auch mit der Verfassung in Einklang stünde, das heißt formell und materiell verfassungsgemäß wäre.
So, formelle Verfassungsmäßigkeit des Wohnraumvermittlungsgesetzes steht im Sachverhalt drin, ist gegeben. Das heißt, wir müssen die materielle Verfassungsmäßigkeit prüfen. Was prüfen Sie? Bill Gates gerne mal. Oder auch die anderen. Wundert mich ja, dass sich keiner von Ihnen Pseudonym irgendwie mit Corona zugelegt hat. Corona-Feind oder Corona-Online oder irgendwie sowas. Jetzt pfeifen die Bauarbeiter noch. Das ist wundervoll. Frau F., vielen Dank. Ja, wenn einem sonst nichts einfällt, müssen wir jedenfalls mal über die Verhältnismäßigkeit prüfen. Völlig richtig. Ja, Zitiergebot sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt eher nicht, aber das Gesetz muss mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Einklang stehen, mit dem rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nennen Sie ruhig gerne mal den Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz in Klammern dahinter, weil das ja der Sitzort, der Sitz des Rechtsstaatsprinzips ist. Okay, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit müsste gewahrt sein. Das heißt, wir brauchen ein zulässiges Ziel. Die Eignung des Gesetzes zur Erreichung des Ziels, es muss erforderlich sein und auch angemessen verhältnismäßig im inneren, engeren Sinne. So, und jetzt kommt etwas, was ich bei Ihnen jetzt eben im Chat schon vielfach gesehen habe, weil Sie gedanklich weiter waren als ich heute Morgen sprachlich. Sie haben gesagt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat seine Besonderheiten im Rahmen des 12. Wer erläutert das mal? Frau Fricke, sehr schön. Sie sagen, das zulässige Ziel des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist konkretisiert durch die Drei-Stufen-Theorie. Das ist prima, das bringt es auf den Punkt. Man könnte auch alternativ sagen, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist konkretisiert durch die vom Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Apothekenurteil entwickelten und seither in ständiger Rechtsprechung vertretenen Drei-Stufen-Theorie. Sie haben schon recht, das ist eine Konkretisierung des zulässigen Ziels, weil das Bundesverfassungsgericht letztlich die Anforderungen an die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen in die Berufsfreiheit konkretisiert hat und damit das zulässige Ziel konkretisiert hat. Allerdings, wenn man ehrlich ist, ist es letztlich auch eine Konkretisierung der Erforderlichkeit. Ich hätte die Neigung, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz insgesamt oder umgekehrt, die Drei-Stufen-Theorie als Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu erläutern, wenn Sie einsteigen in die Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und nicht erst beim zulässigen Ziel. Ist es nicht falsch, wenn Sie das da machen? Sie haben sehr genau nachgedacht und haben gesagt, eigentlich eine Konkretisierung des zulässigen Ziels, weil es aber auch eine Konkretisierung der Erforderlichkeit ist, würde ich es vorwegprüfen oder erläutern. Okay, so, und die Drei-Stufen-Theorie, ich sehe das jetzt schon im Chat, sehr schön, müssen Sie kurz erläutern, Sie müssen sagen, was die beinhaltet. Die unterscheidet oder geht erstmal im Ausgangspunkt davon aus, dass zwar sich der Regelungsvorbehalt des 12.1.2 auf Berufswahl und Berufsausübungen bezieht. Aber es handelt sich um unterschiedlich intensive Eingriffe. Frau F., Herr Müller, ich sehe das hier ganz genau. In der Regel sind Berufswahlregelungen, die das Ob der beruflichen Betätigung betreffen, deutlich intensiver, der deutlich stärkere Eingriff als Berufswahlregelungen, als Berufsausübungsregelungen, die die Art und Weise betreffen. Und weil das so ist, sind an Berufswahlregelungen deutlich erhöhte Anforderungen zu stellen als an Berufsausübungsregelungen. Konkret gibt es drei Stufen, deshalb heißt das Ding Drei-Stufen-Theorie, zwischen denen zu differenzieren ist. Nennen Sie mir bitte die erste Stufe und die Anforderungen, die nach der Drei-Stufen-Theorie an die erste Stufe zu stellen sind. Frau Fricke, auf der ersten Stufe stehen Berufsausübungsregelungen. Berufsausübungsregelungen sind Gesetze oder untergesetzliche Rechtsnormen, die die Art und Weise der beruflichen Betätigung betreffen. Das heißt, das Wie der beruflichen Betätigung. Prima. Welche Anforderungen sind zu stellen? Super, Frau Fricke, danke. Sie sind gerechtfertigt zu oder aus sachgerechten, vernünftigen Erwägungen des Gemeinwohls. Sie sagen also wie immer, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen, letztlich gilt der einfache Gesetzesvorbehalt. Ja, es reicht jedes legitime Ziel. Jedes nicht durch die Verfassung untersagte Ziel. Genau so ist es. Nennen Sie mir mal bitte ein Beispiel für eine Berufsausübungsregelung.
ich glaube, ich muss noch mal verbinden. Okay, dann verabschiede ich mich und muss noch mal verbinden.